Oh, was ist los? Oh, mein Kopf dröhnt. Oh, letzte Nacht, was ist passiert? Oh, die Party letzte Nacht. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Oh, was ist hier los? Wo bin ich? Warum liegen da Leichen am Boden? Die Party ist, glaube ich, gestern ein bisschen ausgerastet. Er hat doch überhaupt nicht übersteuert. Marco, was ist los mit dir? Oh, was ist passiert? Überhaupt nicht schlechtes Schauspiel. Da liegt Blut am Boden. Oh nein. Oh, Scheiße. Was ist das denn für ein wunderbar dekoriertes Haus? Haus, ja, mit einem Bild von einem Leuchtturm. Bist du überhaupt nicht hier gebaut? Ja, so? Nein. Zwinker. Okay, servus Leute, Basitox hier. Willkommen zu einer neuen Folge Fallout. Da ist der liebe Oli. Also, ich weiß nicht, wo haben wir denn letzte Folge aufgehört? Ich glaube in Morgantown beim Flughafen, ne? Genau. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, waren wir komplett lost und hatten viel zu viel Müll. Marco war die ganze Zeit voll, musste dauernd Zeug weglegen. Und ihr musstet halt das, glaube ich, 6 Folgen lang, oder? 7. Musstet ihr euch das jetzt geben? Den ganzen Scheiß, wie schlecht wir waren und so. Und jetzt haben wir uns, informiert nicht, wir haben uns selber eigentlich alles beigebracht. Aber jetzt haben wir uns mal alles angeschaut und jetzt wissen wir endlich, wie das Spiel funktioniert halbwegs. Und wir sind jetzt hier hoch auf den Berg gegangen. Warte mal, ich mach mal die Map auf. So genau, hier unten in Morgantown waren wir und dann haben wir beschlossen, uns jetzt einen Spot zu suchen, wo wir unser Camp aufbauen. Und sind dann hier hingegangen. Und da haben wir jetzt beschlossen, unser Camp aufzubauen und haben uns hier ein bisschen damit beschäftigt. Ja. Und jetzt haben wir alle unsere Items endlich rausgelegt und haben hier sogar einen Generator, keine Ahnung, wozu der gut ist. Und Rüstungsfabrik und Waffenwerkbank. Ja, schon klar, aber wie der funktioniert, wissen wir nicht. Gut, dann. Und jetzt habe ich diesen Baseballschläger, jetzt habe ich endlich mein Inventar aufgeräumt. Und jetzt machen wir heute eine Quest. Also mein erstes ist, finde den Tagesbucheintrag in der Voltec-Universität. Wir müssen mal nach der Folge gucken, ob ich es vielleicht doch herstellen kann. Betonextraktor. Aber ja, da sind Bonds auf dem Dach. Ach du Scheiße. Die haben übel Auge gemacht. Geh nicht vorne raus. Was ist da los, Alter? Ich bin fast tot, ne? Ich bin tot. Oh, lol. Kann man irgendwie da hochspringen? Warte, lass sie aus. Lass sie ausgehen. Hier aus dem Sichtfeld. Den einen habe ich. Der eine ist irgendwie im Arsch, aber ich kann den nicht kaputt machen. Also einen habe ich. Ja, den anderen habe ich auch schon lange, Alter. Aber man kann die nicht kaputt machen, die bleiben jetzt so. Da, und jetzt soll komm her, du Affe. Ich könnte ihn reparieren. Ja, genau. Ich habe übel Damage bekommen, Digga. Schau her! Ja! Die blauen, das ist die gleiche wie bei uns, da kannst du auf deinen Schrott zugreifen. Ja moin, und da kann jetzt kein anderer drauf. Ja, da hast du halt dein Zeug, ne? Ja moin. Oh, ich kann, ich hab grad eine Truhe gefunden, die ich entsperren kann. Warte mal, ich muss mich wieder konzentrieren. Ja, wo bist du denn? Ich kann das mit dieser Haarklammer nicht. Ah, da. Zum Handeln einladen. Zum Handeln? Ja, wow, ich hab's wieder kaputt gemacht. Das ist doch so gay ohne Spaß. Entsperren. Fuck, ich hab's ja auch kaputt gemacht. Ich kann das halt überhaupt nicht, das ist richtig gay. Oh. Ich hab's auch bekommen. Oh, halt's mal. Ja, und mich greifen MG-Türme an. Die Teile schon wieder? Weiß nicht, ob das die gleichen sind. Nee, das sind andere. Ah, von. Ach Gott, bleib hier rein. Die haben mich erschossen. Du kannst mich aber hochholen. Ich rufe um Hilfe. Ja, aber wenn ich dich da hochhole, greifen die mich an. Ja, ich kann dich nicht hochholen. Oh, mich greift der Typ an. Er hat mich umgebracht. Alter, der Bastard mit seiner Scheißrüstung ohne Spaß. Der kam halt aber auch wieder aus dem Nichts, der Bastard. Da sind die Drohnen, pass auf. Die Bots, die Geschütztürme, meine ich. Der hat mich hier irgendwo erschlagen. Meine Sachen liegen da rum. Wow, er hat mich mitgenommen. Meine nicht.
bist du hier drin gestorben, oder? Nee, 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 hier an der Treppe, aber hier liegt nichts. Okay. Wenn ich guck auf die Map. Letzter Tod. Ja, genau, da stehe ich jetzt. Nee, hier ist nichts. Ja, dann lass wenigstens mal in die... Ja, dann lass mal in die City gehen, da ist schon wieder so ein Geschützturm. Du hast doch auch Walking Dead gesehen, ne? Oder zumindest ja, ein Teil. Ja. Diese Straßen erinnern mich halt immer an diese Staffel, die halt eigentlich nur auf dieser einen Straße gespielt hat, mit dem Wohnwagen und so. Und dann eben zu dieser Farm. Ja, die Staffel habe ich gesehen schon. Das ist doch Staffel 3 oder so. Oder 2. Leute, wir so in einer Reihe stehen. Wir müssten uns mal zusammen Walking Dead geben. Ja. Der läuft einer rechts hinter den Baum. Ja, können wir echt mal machen. Alter. Okay, ich greife den einen an, der bei mir ist. Lol, warte mal, ich erschlag ihn. Oh, ich hab ihn. Das ist so traurig. Das ist schon wieder so ein unglaublich Scheiß. Wieso haben die Waffen, Digga? Das ist halt dumm. Von mir aus können die schnell rennen und Zugriff machen und mich beißen oder sowas, aber keine Waffen ertragen, Alter. So, rein. Mal probieren, ne? Ja, und vielleicht gefällt es dir mehr, da können wir wenigstens zu zweit spielen, weil man kann nämlich eigentlich nur zu dritt spielen. Hier? Erkläre ich dir alles nach der Aufnahme kurz mal. Oh, hier sind Klos. Geil. Das erste, was man im Hologebäude haben will, Klos. Ist gerade aufgegangen, what the fuck? Moin, Leute. Okay, lass mal. Lass aber auch gleich alles looten, was wir so finden. Boah, der Mülleimer sieht aus wie eine Rakete, was haben die denn für Probleme? Echt so. Die haben halt sich so voll gefreut, so, ja, Atomkrieg, geil! Ja, ich mag Atomkrieg! Ja, da liegt doch ein Tempel. So Nuka-Cola, da haben sie ja voll mitgeworben, so, ja, geil, Alter! Ja, Nukes! Die Apokalypse, cool! Ja, vielleicht finden wir hier sogar Baupläne, ich meine, in der Universität. Ja, also eigentlich müssten wir hier so die Mission machen und dann nach der Folge nochmal richtig durchgehen. Guck mal diese Statuen an, Digga. Ja, sehr schön. Na, lass uns jetzt doch die Mission schnell machen. Wo ist denn die Quest da hinten draus? Bei Exit. Oder? Da steht Exit, nee, drück mal nicht X. Ja, nee, sonst kommst du wieder in die Apalachio. Oben ist sie, hier oben ist sie. Ja, genau, hier ist das Band. Tagebuch der Aufseherin, nehmen. Nein, ich bin rausgegangen. Oh. Ach, du bist die Tür ich raus. Bin so ein Mülleimer. Nee, das kann nicht sein, das ist schon Eli. Okay, ich habe ihn jetzt eingesammelt und jetzt ist die nächste Quest, ihn sich anzuhalten. Was für eine Überraschung. Oh. Hm. Ja, dann mach mal. 3 hours later. So, Leute, das Band haben wir uns jetzt angehört, haben das erledigt. Nächste Folge werden wir, denke ich mal, das mit dem Impfprojekt und mit dem Responder Miguel machen und nicht weiter erstmal in der Story, weil die Story habe ich aktuell gerade die Schnauze voll von. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Folge. Ciao, ciao. Lost like that.